Herzlich willkommen, liebe Leute, hier bei Grind Live 6. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Edition von unserem Community Festival Grind Live. Das ist das sechste Mal, dass wir hier im Grand Casino Asch zu Gast sind. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert und immer wieder krass, hier zu sein. Ich suche mir mein nächstes Opfer. Da ist es. Da ist es. Ich bin doch kein Opfer. Nein, mein nächstes. Manche wollen nicht so gern vor die Kamera, aber ich glaube, du hast da kein Problem mit. Ich gehe auch vor die Kamera. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja. Auf welchem Programm laufen wir gerade? Wir laufen auf twitch.tv/xflix. Kennst du das? Tag, habe ich mal gehört von. Da ist immer so ein komischer Typ. Caro, was bedeutet Grind Live für dich? Community. Also, das ist wie, keine Ahnung, Familientreffen, kann man eigentlich echt sagen. Das ist wie Klassenfahrt, oder? Es ist wie Klassenfahrt. Hase, komm, hoppel zu mir. Komm. Oh, du bist sauer. Ja, der ist noch böse. Der ist noch böse. Ich merke schon. Ich die ganze Geschichte hier erzählen. Sie, okay. Ich habe mich halt so richtig gefreut, so Take Team zu spielen, weil das ein Event ist, was ja wirklich nicht oft vorkommt, Leute. Und da freut man sich umso mehr. Und wenn man dann noch vom Chef persönlich vor einigen Wochen gefragt wird, hey, wir spielen ja Take Team, ich habe noch gar keinen Partner. Ja, cool, dann frage ich, ja, wie läuft das? Ja, das machen wir noch alles klar, aber das wäre doch das geilste Team, so ein geilste Hasenteam. Ja, sag ich, fühle ich, machen wir. Wisst ihr, mit wem ihr jetzt spielt? Ja, Robocop, der Mr. Nico. Nico. Dealers, Shuffle Up and Deal. Dann gib mir die Decision hier. Initiale Razor ist außer Hand raus und Hempi greift da tief in den Chat. Eieiei, Hempi ist all in. All in. All in Emotes in den Chat für unseren kölschen Jungen. Hempi ist all in. Und wir kriegen einen Call von. Olli hat gefoldet. Jan guckt. Let's go. Lassen wir unseren ersten Basto verstreichen. Übersteuert Minim. Hey, du hast als König oder sowas, ne? Oh, aber noch schlechter. Every time seven. Olli, sehr schön. Happy kommentiert hier erstmal. Oh, Happy hat Sevens. Sevens in den Chat für Happy. Meantime suited. Happy is at risk, so wie es aussieht. Sehr schön. Oha, mit Schwitzen aber auch. Okay, da kommen noch ein paar Backdoors rein. Denken Sie nicht an eine 9. Oh. Counterfit durch die 8. Die 10 am River. Das war's für Hempi hier. Tja. Dieses All-In hat er verloren. Und gecovert ist er auch noch. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Tag 2 hier bei Grind Life 6. Mit wem spielst du heute dein Tech Team? Hempi. Mit Hempi? Also mit einem der Partner, dem ich eigentlich zugesagt habe. Genau. Dann viel Spaß das mit der zweiten Wahl. Grund. Team Sabi. Ja, Sabi. Sava, Fabi. Wer ist dein Teampartner? Ich und mir. Ich und mir? Ich in der normalen Persönlichkeit und mir, wenn ich einfach mal durchdrehe. Wie der schon wieder darüber guckt. Guck mal, das ist der Blick eines Mannes, der so hart enttäuscht ist, dass er hängen gelassen worden ist und jetzt so viele Chips hat, dass er mir sagen will, jetzt zahle ich es dir heim. Du bist selber schuld, dass du nicht mit mir gespielt hast. Was hast denn du da für schicke Untersetzer? Ja, sind aus Spanien, von meinem Teampartner mitgebracht. Und mein Lieblingsass ist Ace of Hearts, sein Lieblingsass ist Ace of Spades. Und dann sind wir also Teamsymbole, genau, sozusagen. Herzen und Spades und der Rest ist für die Getränke da. Nicht schlecht. So, Felix, wie läuft's? Gut, echt. Ich bin überall rausgeflogen. Richtig scheiße gespielt, wie immer. Und wie hat Nico eure Niederlage verkraftet? Der weint immer noch. Sollen wir mal trösten gehen? Ja. Dann los. Wie war's, Tech Team Event mit Felix? Ha 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 ha.
Wir schreiben Tag 1a des Main Events hier bei Grind Live 6. Das ist Tag 3 unseres Community Festivals. Wir sind jetzt schon seit Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich habe die Zeit und auch den Tag vergessen. Heute ist Freitag, glaube ich. Oh Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Mirkelsche, Mirkelsche, Mirkelsche an mit Janik Sedam hoch. Drüm jedet uns Kölsche, hoch immer, immer, immer wieder jod. Davis on fire. Your defense is terrified. Davis on fire. Davis on fire. Ihr gehört zu Grind Life. Ja, das find ich wunderbar. Dankeschön. Die Bubble ist vorbei. Wir sind da, wir sind dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an der Papa, an der Jamma in der P***. So, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Wir sind hier bei Grind Life Nummer 6. Wir machen jetzt Vlogaufnahmen. Only for you. Damit ihr zu Hause bei YouTube auch mal sehen könnt, was hier abgeht. So, liebe Leute, wir sitzen hier mit dem Bummi, der sich gerade nochmal, spannende Kombination Pizza und Schokocroissant. So, Leute, und wir haben es ja immer gesagt, nicht nur die Leute, die Poker spielen sind hier, sondern auch die Begleitung. Wir haben die Migu hier, die jemanden begleitet. Migu, dein erstes Mal bei Grind Life, wie gefällt es dir denn hier? Sehr lustig. Also die Spiele, die man spielen kann, wenn es nicht Poker ist, ist mega. So, Prominenz am Start. Hier der Mann aus Österreich. Und da die Prominenz, Jen. Schön, dass ihr beide da seid, Theo, Ted. Wie gefällt's dir? Im deutschsprachigen Raum, das geilste Event meiner Ansicht nach, ne? Weil du triffst halt einfach alle Leute irgendwie, kannst dich nochmal verbinden, kannst nochmal mit allen quatschen. Ultra Bombe. Oh. 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 Ja, danke Jen, vielen Dank. Wir beide haben hier Grind Live mitgemacht, oder? Das ist korrekt. Auch das erste, was nicht hier stattfand. Nicht so wie Felix es verkündet hat, wir sind zum sechsten Mal hier. Hallo Gnosi, schön dich kennenzulernen, schön dich zu sehen. Wie gefällt es dir bisher? Sehr gut, sehr gut. Schöne Atmosphäre, schön kuschelig, wunderbar. Now we've got Shaka here. Hallo. Grind Live. What are your feelings about Grind Live? Tough weekend. Amazing people, but it's all good, they like it, as always. Wie ist dein Fazit bisher? Es ist ein unglaublich geiles Festival mal wieder. Also ich hätte nicht gedacht, dass wieder so viele Leute kommen, vor allen Dingen auf dem Mittwoch, auf dem Donnerstag und jetzt auch beim Main Event. Wie viele Entries haben wir? 332 bei einem Flight. Ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon hatten. Wer möchte den Zuschauern zu Hause noch was sagen, warum sie unbedingt zu Grind Live kommen sollten? Das brauche ich nicht mehr erklären. Wenn ihr alle zugeschaut habt, wenn ihr ein bisschen was von Grind Life gesehen habt, über Stories oder über den Stream, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum ihr hier nicht sein solltet. Dann solltet ihr euch eher fragen, warum ihr nicht hier seid. Also einmal die Frage von uns, warum seid ihr nicht hier? Genau. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Tag, ich weiß es nicht, wie viel der Tag ist, es ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Tag 4 von Grind Life 6. Heute findet Tag 1b. des 150-Euro-Buy-In Grind Life 6 Main Events statt. Und wir haben einen Showdown. Felix wird gecallt. Sechser bei Felix gegen As-7 offsuited. So, jetzt jedes Spade und jedes Ass und das war's. GG für Felix. Tapfer gekämpft hier im Main Event. Es hat nicht sollen sein. Jetzt kommen wir zum Hauptpreis dieser Tombola. Dieses Los wird es eventuell sein, wenn es denn anwesend ist. Der Engel muss es überreichen. Und auch da haben unsere Sponsoren sich wieder nicht lumpen lassen. Ja, wir haben von dem lieben Maler und von dem Power Poker. Einen wunderbaren Pokerkoffer. Wert über 300 Euro vor Inflation. Mittlerweile deutlich teurer. Dazu hat Ben nochmal einen Raise Your Edge Hoodie gesponsert. Bitte, liebe Sava,
260 ist es nicht. Wir haben hinten stehen das Fieri. Wir haben in der Mitte stehen das Fieri. Und wir haben vorne stehen eine 2. 244 für Miseni. So, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. 18:30 könnt ihr euch euren Preis abholen, oben im Restaurant. Zu unserem letzten finalen Tag bei GrindLife 6, unserem Community Festival im Grand Casino Asch. Sandro, wie hat es dir bisher gefallen? Lass mich morgen, da kann ich drüber nachdenken. Bis jetzt habe ich mal wirklich Zeit gehabt zum Nachdenken. Haus war voll, seit Mittwoch, 5 Tage voll, 5 Tage Felix, Grind. Reicht dann auch, ne? Jetzt kann ich wieder nach Hause fahren. Heute habe ich ausnahmsweise mal gut geschlafen, wir können noch ein paar Tage dranhängen. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, machen wir demnächst mal einfach 2 Wochen GrindLife, wie wär's? Lass uns darüber noch mal in Ruhe reden. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg bei GrindLife 6. Wie Danke. Fühlt sich das an? Fühlt sich gut an, ja. Fühlt sich schon okay an. Ja. GrindLife 6, die Winter Edition. Es war wirklich ein Fest. Es ist unglaublich schnell vorbeigegangen. Diese 5 Tage sind wie im Flug vorbei. Es ist jetzt wieder Sonntag, das Event ist vorbei. Dylan ist der GrindLife 6 Champion. Krass, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es waren wieder unglaubliche Geschichten, unglaublich viele Leute waren da. Die Leute hatten Spaß, hoffe ich zumindest. Ich hatte Spaß. 3, 1. Wunderbar, Timing perfekt. Einfach mal so ein 4-Player-Olympia. 1, 2, Polizei. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum GrindLife 6 Vlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns auf YouTube. Ja, das ist ja cool beim Vlog, weil wir können die Sachen ja so schnell wie wir wollen. Also, was hast du genau? Geh weiter. Ja, ja. Olaf, Klappe 3, die 7. und go.